unser Herr verschafft einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Kameraden der See, die Sünde Jonas bestand in seinem Ungehorsam gegen das Gebot Gottes. Es erschien ihm zu hart. Und das war es auch, Kameraden. Alles, was Gott von uns verlangt, ist nicht leicht. Wenn wir dem Herrn gehorchen, müssen wir uns selbst verleugnen können. Aber Jonas beharrt in seinem Ungehorsam, indem er vor Gott zu fliehen sucht. Jonas glaubt, dass ein Schiff von Menschenhand gebaut ihn in ferne Länder bringen kann, wo Gott ihn nicht erreicht. Darum lungert er im Hafen herum wie ein gemeiner Verbrecher, der auf See seinen Häschern entkommen will. Aber an Bord erkennt natürlich jeder sofort, dass er etwas auf dem Kerbholz hat. Das Schiff legt ab. Aber schon erhebt sich das Meer gegen den verruchten Passagier an Bord. Ein furchtbares Unwetter bricht über das Schiff herein. Der Kapitän lässt die Decksladung leicht an Ballen, Presse und Kisten rasseln über Bord. Der Wind heult, die Männer schreien. Ich fürchte den Herrn, brüllt Jonas, den Gott des Himmels, der gemacht hat das Meer und das trockene Land. Und doch kann er den Leuten nichts vormachen. Der unglückliche Jonas ruft ihm zu, nehmt mich und werft mich ins Meer, denn ich weiß, dass so das große Ungewitter über euch kommt, um meinetwillen. Und seht, Kameraden, wie ein Anker wird Jonas emporgehoben und ins Meer gestürzt, in den schauerlichen Rachen, der ihn erwartet. Und der große Wal schnappt zu mit all seinen elfenbeinernen Zähnen, die wie ein weißes Gitterwerk seinen Kerker versperren. Und Jonas betete zum Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Aber gebt ab, wie er betet, Kameraden. Er weint und wehklagt nicht. Er weiß ja, dass seine Strafe gerecht ist. Er legt seine Rettung vertrauensvolle Gottes ab. Und selbst aus diesem Bauche der Hölle, aus dem tiefsten, untersten Schacht des Meeresbodens, hat Gott sein Gebet erhört. Und der Herr sprach zu dem Fische. Und vom Grunde der eisigen, kohlschwarzen Meerestiefe erhob sich der Wal ans Sonnenlicht und spie Jona aus auf das trockene Land. Und Jonas, zerschunden, zerschlagen, seine Ohren dröhnten und rauschten noch wie Seemuscheln vom Tosen und Brausen des wütenden Meers. Jonas gehorchte dem Gebot des Allmächtigen. Und wie lautet das, Kameraden der See? Die Wahrheit sollte er predigen gegen Gottlosigkeit und Falschheit. Kameraden, wehe dem, der Öl auf die Wogen zu gießen versucht, wenn Gott sein Ungewitter gebraut hat. Ja, wehe dem, der, wie der Apostel Paulus gesagt hat, selbst voller Sünde ist, während der anderen predigt. Seligkeit jedoch bringt dem, der sich gegen die Gewalt, den Ganzen und die Machthaber dieser Erde unerschrocken und unbeirrt behauptet, der jede Sünde bekennt und sei sie unter dem Talar eines Richters oder unter dem Mantel eines Königs verborgen. Ewige Seligkeit ist dem beschieden, der, wenn er sich zum Sterben hinlegt, sagen kann: Vater, meine letzte Stunde kommt heran. Sei gnädig, o Herr. Ich habe mich bemüht, ein Kind zu sein, immer nur deinem Wort zu folgen, nie dem eigenen Wunsch. Das ist alles zu wenig. Herr, dein Wille geschehe, denn was ist der Mensch? 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 Dass er länger leben wolle als sein himmlischer Vater. Mm-hmm.